Während eines Shootings setzt eine Fotografin einen Notruf wegen Brandstiftung ab. Stefan Sindera und Paul Richter sind vor Ort. Guten Tag, Polizei. Guten Tag. Ich gehe mal davon aus, Sie sind gut. Frau Krause, ne? Ja, richtig. Gut, dass Sie so schnell gekommen sind. Ja, selbst ja. Ist die Frau. Das haben Sie ja schon mal gut hingekriegt. Ja, es hat gerade aufgehört. Also ich habe vorhin gedacht, da brennt ein Mensch. Es hat einen riesen Radau gegeben und es hat einen Lärm hier draußen und ich gucke raus und sehe, ein Mensch brennt. Ich bin total in Panik geraten und habe mir dann nur den Feuerlöscher geschnappt, aber ich weiß überhaupt nicht. Nee, Sie haben, also mein Respekt, Sie haben da richtig gehandelt. Unsere Dienststelle hat uns gesagt, Brandstiftung hätte hier vorgelegen. Ja, offensichtlich. Also ich weiß weder, wo diese Puppe herkommt, noch wo die Knaller herkommen und erst recht nicht, warum. Das ist hier Ihr Fotoatelier, ne? Fotostudio? Ja, ich habe hier ein Fotoshooting, ich habe das gebucht. Ja. Und mitten beim Shooting brach dieser Krach, dieser Lärm los. Und aber das war nur hier draußen, ja? Also drinnen haben Sie keine Probleme? Gar nicht, mit. Nein. Okay. Also ich kann es mir wirklich nicht erklären. Waren Sie alleine jetzt die ganze Zeit? Nein, mein Model ist drin. Können wir die einmal auch kurz sprechen? Vielleicht ja, hat ihr was gesehen. Selbstverständlich. Ja, das war einmal. Nehmen wir, machen wir die Aufnahme gleich und dann kommen wir erstmal drin. Ja. Das war hier vorhin ein bisschen anders. Hier liegt jetzt eine Kamera, das ist nicht meine. Und die hier? Mein Maria? Ja, ja, die. Genau. Wir waren zu zweit hier, das kann ich mir jetzt. Also, beim die Dame ist weg. Ja, mein Model ist weg, vielleicht. Ist das Ihre Kamera aber? Nein, nein, das ist nicht meine Kamera. Frau Krause, kann es denn sein, dass Ihr Model vielleicht sich einen externen Fotografen mitgebracht hat? Nein, das wüsste ich ja. Ich bin da nämlich gerade ein bisschen überrascht, weil genau aus dem Winkel, wo ich die Kamera hier gerade gefunden habe, ist sie ja fotografiert worden. Ja, aber das sind ja keine professionellen Aufnahmen, das ist ja irgendein Geknipse. Also wer würde denn sowas machen? Schau mal, das ist ja von da. Von hier irgendwo. Also, dann sind wir uns aber zumindest einig, wenn der nicht von Geisterhand hier bewegt wurde, dieser Fotoapparat, dann gibt es hier noch eine dritte Person, ja. die das Foto gemacht hat. Sie wohnen aber sonst alleine hier? Das ist hier nur gemietet von uns. Nur ich kenne mich hier jetzt im Detail auch nicht aus. Also wo sind denn die Toiletten? Ich habe mir jetzt hier, in dem Raum ist nichts mehr, da war ein kleines Büro drin, das ist leer. Toilette ist da hinten, aber der Winkel war ja, irgendwie müssen die ja... Ich denke auch, wenn der von da geschossen hat. Warte mal. Ich hab was gehört. Warte. Ist das nicht die Toilette? Ne? Das ist nicht die Toilette, nein. Ja, gehen wir schon zurück. Gib. Kommen Sie mal da raus. Hallo. Raus da. Raus. Ja, und die Flossen, sodass ich sie sehen kann. Rauskommen. Wer sind Sie denn? Drehen sich um, ja. Arme nach oben. Entschuldigung. Wer sind Sie, was machen Sie hier? Ferdinand Bauer ist mein Name. Herr Bauer, was tun Sie hier? Ja, war nicht ganz richtig. Ich verfolge Maria schon so ein bisschen. Ich finde die ganz toll. Wer ist Maria? Das ist mein Model. Ja, okay. Genau. Sagen Sie mal, wie kommen Sie denn hier rein? Ja, ich bin hier halt unauffällig gefolgt. Ja, okay, ist nicht ganz richtig. Man darf auch nicht Fotos von Leuten machen. Richtig. Ich habe halt mich hier ein bisschen hinter sie gestellt, habe versucht, ein paar Fotos zu machen, weil ich halt wirklich schön finde und schon lange verfolge. Ich weiß, es tut mir leid, das war nicht richtig. Ein bisschen Banane ist das schon, ne? Ist Ihre Kamera? Ja, das ist meine Kamera. So, haben Sie draußen noch ein bisschen mit dem Feuer gespielt? Nein. Als es gerade eben geknallt hat, hatte ich ein bisschen Sorge und habe mich dann versteckt. Geh mal gucken, ich bleib hier. Das war alles. Also ich habe wirklich nichts damit zu tun. Ich weiß, dass das bescheuert aussieht. Check mal bitte das Klo. Ja, ist gut jetzt. Ja, ist die Dame mit dem Walter. Hallo? Ja, Sie sind die Maria? Ja. Nicht erschrecken, hier ist die Polizei. Ja, ich mach die Tür auf, ja? Ach Gott. Okay. Warten Sie. Kommst du ran oder soll ich kommen? Komm du. Mein Gott, was ist denn passiert? Ging alles voll schnell. Auf einmal kam jemand von hinten, hat mir den Mund verbunden, hat mich zu Boden geworfen, mich gefesselt. Was ist hier los? Ich versuche sie erstmal loszumachen, ja? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich schaue, ob ich das so hier hinkriege. Ich muss mit dem Messer rangehen.
Ich habe einen Rettungswagen für Sie verständigt. Sind Sie verletzt? Ich habe jemanden gekratzt. Das ist nicht mein Blut. Sie haben jemanden gekratzt? Okay, wie sah denn ja jemand aus? Wie keine sind Sie Ahnung, angekommen? Der kam von hinten, hat mir sofort den Mund verbunden. Ich konnte nichts mehr machen. Ganz ruhig. Versuchen Sie aufzustehen, soll ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich greife Ihnen an die Unterarme, ja? Versuchen Sie einmal, sich hier an meinem Fuß abzuschützen. Genau, perfekt. Und jetzt gehen wir einmal hier raus, bitte. Ja. Wenn Ihnen schwindelig wird, sofort Bescheid sagen, dann setzen wir Sie ab, ja? Ist das dein Ernst? Der war das. Ganz ruhig. Doch, der Mus, du warst das. Seit Wochen verfolgt er mich. Ja, aber ich hab nur Fotos gemacht. Ich hab sonst nichts gemacht. Du lügst. Seit Wochen guckst du mir hinterher. Ja, aber das ist doch was anderes, als sich hier zu fesseln irgendwo. Das tut mir doch leid. Ich hab doch da nichts zu tun. So ein Schwachsinn erzählst du. Mal Ruhe, Gott. Ziehen Sie mal die Arme hoch. Ich will mal sehen, was Sie an den Unterarmen haben. Die Ärmel hochziehen nur. Das Model gibt an, dass sie seit Wochen von dem Stalker verfolgt wird. Auch am heutigen Tag ist er ihr offenbar in das Fotostudio gefolgt. Die fehlenden Verletzungen an dessen Armen deuten aber darauf hin, dass es eine weitere Person gibt. Paul, kommen Sie mal ein Stück mit hier hin, damit ich Sie sehen kann. Also ganz ehrlich, wenn er sich hier drinnen versteckt hat, ne, und er fotografiert sie hier, zeitgleich soll er aber draußen hier dieses Kasperletheater... Bleiben Sie mal da, wo Sie stehen. Sie sollen da nicht hingehen. Sie kennen ihn noch gar nicht. Ja, so. Veranstaltet er hier diese mutmaßliche Brandstiftung, dann müsste er theoretisch der Frau Krause begegnet sein. Ist er aber nicht. Ne? Ist er nicht. Und er hat auch keine Kratzspur, ne, wie sie angibt. Und er kann ja auch nicht zeitgleich das Model fesseln und draußen Feuer legen. Das wird ja auch schwierig. Ja, das heißt? So, bis jetzt sieht das ja erstmal für Sie positiv aus. Ja, danke schön. Was nicht heißt, dass Sie aus dem Schneider sind, ne? Wenn Sie hier so Aktionen abziehen. Ich habe nichts gemacht. Ja, so, passen Sie auf. Ja, mit Sicherheit. Passen Sie auf. So ein Blödsinn. Gehen Sie einmal vor die Tür und stellen Sie sich draußen und warten, bis ich Sie gleich entlasse. Ihre Daten habe ich aufgenommen. Ich kläre Sie gleich auf, wie es weitergeht. Ja? Gehen Sie einmal raus. Darf ich meine Kamera mitnehmen? Nein, die ist eingezogen. Kriegen Sie nachher noch einen postalischen Vielleicht Schnitt haben Sie noch einen notgeilen kleinen Freund mitgebracht. Nein. Pass auf. Mal Frage. Sie haben, ganz kurz, Entschuldigung, ja. Sie haben Fotos gemacht, richtig? Sie waren ja schon drin. Wo haben Sie das gemacht? Ich habe die Couch fotografiert im Kundenauftrag. Also da saßen Sie, da haben Sie gearbeitet. Ich habe mein Model zusammen mit der Couch in Szene gesetzt. Verstehe. Die Couch sollte für Möbelhaus aufgenommen werden. Wie heißt das Möbelhaus? Was für Kunde ist das? Kluge ist das hier um die Ecke. Die haben die gerade erst geliefert, extra hier für das Shooting. Aber wir hatten die auch ein bisschen anders aufgebaut. Pass auf, ich guck mich... Sie haben die anders aufgebaut. Ich guck mich hier nochmal um. Guck nochmal einmal durch die Gegend und dann machen wir ihn fertig. Stefan! Ich bin noch nicht fertig mit gucken. Aber ich... Hier unter der Couch... Bist jetzt Couch-Experte geworden, oder was? Das wird ja immer verrückter hier. Als Stefan Sindera die Leitstelle bezüglich des Möbelhauses kontaktiert, aus dem die Couch stammt, bekommt der Polizeioberkommissar höchst interessante Informationen. Vielleicht kann ich aber da schon mal sagen, es gibt einen Vorgang von gestern, da wurden die Tageseinnahmen entwendet, glaube ich, um 8.000 Euro. Ja, 200 davon hätten wir vielleicht. 200 Euro haben wir schon mal gefunden. Wo der Rest geblieben ist, weiß ich nicht. Ja, ich höre mal nach. Aber wer packt das denn unten in die Couch? Also wenn ich irgendwo reingehe und klaue die Tageseinnahmen, gehe ja nicht zur nächsten Couch im selben Laden und packe da mein Geld rein. Das macht ja keinen Sinn. Es sei denn, ich weiß, wo die Couch hingeht. Und die Couch ging heute hierher. Wir können unseren Spammann ja mal draußen fragen. Pass auf, tut mir gefallen. Pass mal auf, der obere Bereich fehlt mir noch, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob der Kerl hier wirklich alleine war oder ob der nicht noch einen Kompagnon gehabt hat. Während Stefan Sindera das Obergeschoss des Ateliers kontrolliert, vernimmt Paul Richter weiter die Fotografin. Hey! Bei dir? Paul, geh ganz schnell raus! Da ist irgendjemand, der hat sich abgeseilt von oben. Ich nehme den kurzen Weg. Den kurzen Weg? Hey, lass mich los! Hey! Hey, Paul! Hey, alles okay bei ihm? Ja. Okay. Ganz ruhig! Flossen hoch! Safe? Ja, ich hab ihn. So, der Kollege hält die Waffe auf Sie gerichtet. Sie drehen sich jetzt um und hören auf das, was ich Ihnen sage. Haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja. Bei der Durchsuchung des Rucksacks macht Stefan Sindera eine wenig überraschende Entdeckung. Ach, das ist ja schon mal interessant. Kann das sein, dass das hier 7.800 Euro sind? Kann das sein? Dann hat einer was geklaut. Bitte? Dann hat einer was geklaut. Sagen Sie mal,
Ich verstehe Sie nicht. Sollen 8.000 sein. Sollen 8.000 sein, hat einer was geklaut. Okay, dann haben Sie also aus dem Möbelhaus Kluge, ne? Da arbeite ich nur. Da arbeiten Sie nur. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Ralf. Ralf, hat Ralf auch einen Nachnamen oder heißt Ralf nur Ralf? Wie FF? Ralfi vielleicht. Ralf Hildesheim. Hildesheim. Wie kommen Sie an das Geld ran? Wieso fehlt das aus dem Möbelhaus und Sie arbeiten jetzt, da? Jetzt tun Sie doch nicht so, als wüssten Sie das nicht längst. Weiß ich nicht. Ich kann mir das erzählen. Das hätte in dem verdammten Sofa bleiben sollen und das hätte da bleiben sollen, bis mein Kumpel und ich das rausgeholt hätten. Und jetzt haben die Idioten das hier hingebracht. Dann muss ich mir natürlich zurückholen, was mir zusteht. Ihr Kumpel, ist das der Ferdinand? Ich hab ihn noch nie gesehen. Das war dieser Heini, der rumfotografiert hat. Ich habe eben noch drauf gewesen. Warum? Ach so, sehr. Ach, der dachte. Haben Sie übrigens eine geknallt? Ich dachte, er hätte die Kamera noch. Wollte sie nicht rausrücken? Das heißt, der dachte, er hat ihn mit auf dem Foto, da wo er das Model da abfotografiert hat. Er ist einfach nur ein so. Spinner. Okay, also den kennen Sie nicht. Hab ich noch nie gesehen. Mich wundert, dass, wenn Sie in einem Möbelhaus arbeiten, warum Sie sich gemüßigt gesehen haben, dort die Kasse auszurauben. Ja, wenn du mal mit dem gearbeitet hättest, dann wüsstest du, dass der jeden Cent zu viel hat und ich jeden zu wenig. Ja, ich habe noch nie im Möbel ausgearbeitet, vielleicht liegt es daran. Deshalb fehlt mir jegliches Verständnis. Also unser Täter, ein Möbelhausmitarbeiter des Möbelhauses Kluge, genau da, wo die Tageseinnahmen von 8.000 Euro gestern geklaut worden sind, der hat, ja, clever gedacht vielleicht, nämlich das ganze Geld in der Couch versteckt. Nur die wurde halt heute ausgeliehen hier in dieses Fotoatelier. Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Und jetzt ist er halt hier aufgetaucht und hat gedacht, er hat leichtes Spiel. Ne? Die Idee mit der Puppe, die draußen anzustecken, ne? Schön als Ablenkungsmanöver. Aber er hat wahrscheinlich nicht mit dem Stalker gerechnet und wahrscheinlich auch nicht mit dem Kollegen Richter und Sendera. Der Mitarbeiter des Möbelhauses muss sich wegen Körperverletzung, Brandstiftung, Freiheitsberaubung und Raubes verantworten. Er wurde umgehend festgenommen.